Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Borcher See unterwegs. Wir sind in Folge 24. Und ja, ihr seht, es ist schon 2 Minuten vor halb acht. Warum? Wo ist die Zeit geblieben? Ja, die Zeit ist ganz einfach geblieben. Ich habe den Dinkel weggefahren und bin mit dem kleinen Traktor hier rübergefahren zum Lager, wie ihr hier seht. Da könnte ich jetzt auf jeden Fall schon mal eine Runde Gras rausholen für Gras rausholen für die Kühe dementsprechend. Ja, da hat sich nichts geändert. Ihn habe ich hier immer nur zum Tanken stehen. Der wird auch gleich dann noch losfahren und die beiden Sägewerkeinheiten da versorgen. Hier ist auch nichts passiert. Mit ihm ist was passiert. Er hat seine Arbeitnehmer, ne, halt die neuen, die er sammeln konnte, gesammelt. Damit sind also jetzt gerade die Bushaltestellen leer und können sich jetzt halt frisch wieder was ansammeln lassen. So, hier ist auch nichts passiert. Ja, die Paletten stehen hier. Mit denen müssen wir ja gleich los. Das hatten wir ja schon gesagt. Und hier weiß ich nicht, wie weit die Silage ist. Das gucken wir nochmal ganz fix hier. Wir sind hier bei Gärvorgang 61%. Die Silage bei den Kühen, die müsste fertig sein. Da dürften wir also ranschaufeln können. Da haben wir bloß noch nicht zum Schaufeln. Das ist der Punkt. Ja, was ich festgestellt habe, ist das Problem mit dem Drescher, dass ich bei dem Klickstar nicht löschen konnte. Das liegt nicht nur an der Höhe, das liegt grundsätzlich damit dran. Also ich habe einfach mal 5 Drescher genommen und festgestellt, beim Originaldrescher funktioniert. Und bei 2 Mods ging es und beim zwei Mo bei 2 anderen Mods hat er den Klickstar dementsprechend nicht genommen. Das heißt, es gab noch eine andere Mod, eine schöne kleine von John Deere. Die hat den Klickstar auch nicht genommen, um abtanken zu lassen. Ich habe eine Variante gefunden, mit der man abtanken kann. Ich meinte, ich hätte die auch schon mit reingenommen. Die ist allerdings etwas teurer wie der jetzige Drescher, allerdings auch etwas größer wie der jetzige Drescher. So, ja, okay, die Big hier sind es nicht. Wir haben jetzt ja den Klaas hier, den Mega 208. Der hat einfach ein viel zu niedriges Rohr für die meisten Hänger, muss man einfach so sagen, wie es ist. Das heißt, das fährt nicht weit genug nach oben hin aus, sagen wir es mal so. Klar, die Lexon 700-Serie, groß, klein, mittel, egal was ihr nehmt, das ist einfach eine ganz andere Preisrange. Da wollte ich eigentlich nicht beigehen. Die Alternative, die ich noch hatte, die ich mir geguckt hatte, war noch der Akros, der 595 Plus. Der dementsprechend hat auch funktioniert. Ne, das war halt der, den ich zum Original genommen habe. Aber ins Auge gefallen war mir dann der gute Klaas, der 480. Der hat im Verhältnis gesehen, wenn ihr euch jetzt ihn anguckt, er fährt 20, 22, 235 PS und hat einen 6 Meter mit 6.300 Liter Tank. Und der andere hat 10.500 Liter Tank, fährt 30, hat 400 PS und hat einen 9 Meter Aufsatz. Auch dafür gibt es natürlich dann passenden Schneidwerkswagen und sowas. Und der Rest können die beide gleich viel, ne, was Früchte angeht. Tankmäßig hat er auch ein bisschen mehr, verbraucht wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Und Tagesgeschichten ist der, weil der Klaas, der Mega ja so günstig war, ist er halt ja relativ und alt, ist er halt relativ hoch im Tagesverbrauch und der Klaas, der Lexon 84 ist etwas niedriger. Also den würde ich noch mit in Betracht ziehen, dass wir den anschaffen. Wir haben ja momentan keine Ernte da, aber mit der nächsten Ernte sollte er vielleicht kommen. Und ich schätze mal, den werden wir dann vielleicht von der Summe mit anschaffen. Wir können ihn natürlich dann verkaufen, komplett mit Schneidwerk und allem drum und dran. Und hier müssen wir das Schneidwerk und das noch dazu haben. Also es wird uns nachher kosten. Ja, wie gesagt, dafür bekommen wir mit Schneidwerk. Ich weiß gar nicht, wie teuer das Schneidwerk ist. Können wir in die Garage ja kurz gucken, hier, wenn wir hier gerade sind. So. Da kommen noch knapp über 5.000 drauf, wenn wir es direkt beim Händler verkaufen. Da kommen nochmal knapp 1.500 drauf, wenn wir es beim Händler verkaufen. Ne? Das ist halt 33, ne? 42.000 oder sowas in der Richtung. Und dann noch der Schneidwerkswagen, den haben wir hier irgendwo auch zwischen, glaube ich. Müssten wir. Oder war da vorne weiter? Wenigstens war der Schneid. Da haben wir ihn noch. Der kommt dann dementsprechend auch noch dazu. Das sind auch nochmal so knapp über 5.000. Also knapp 50.000 holen wir wieder rein. Und dafür, die geben wir halt im Prinzip dann aus für das Schneidwerk, das 9 Meter und den neuen Schneidwerkswagen und sowas. Und dann haben wir noch ein bisschen was über. Also ich schätze mal so 120, 130.000 Investitionssumme müssen wir tätigen. Aber dann funktioniert der Drescher. Ja, erstmal ist er schneller, klar, weil die 9 Meter hat. Wir müssen ihn nicht so oft abtanken, weil er mehr tankt.
Kapazität hat und er kann vom Klickster abgetankt werden. Das heißt, wir müssen nicht so oft fahren. Macht also eine ganze Menge aus. Gut, ja, dann habt ihr den Bescheid auch sozusagen. Ja, die ganze Tiergeschichte, auch den Strohaufnahme und sowas, was ich dann noch so alles da machen kann, kann ich mal gucken. Ich habe ihn hier einfach eine Runde zur Seite gefahren. Den können wir im Prinzip dann später in den Verkauf fahren. Ich habe hier schon die Sämaschine, wie auch den Streudünger, wie auch schon den Wagen hingebracht. Das heißt also, mit dem hier können wir jetzt dann hier den Strohpart aufnehmen, zu den Tieren bringen und den Rest halt in unser gemischtes Lager, weil ich nicht weiß, ob ich mit dem Wagen hier von der Breite her und von der Höhe halt reinkomme in den Kuhstall, weil ich glaube, wir müssen damit in den Kuhstall fahren. Danach werden wir einmal Streudüngen. Dann werden wir den Streudünger beim Säen, beim Grubbern halt unterarbeiten. Dann wird gesät und hinterher können wir nochmal Streudüngen. Das heißt, dann haben wir hier schon mal gleich in einem Zug können wir sozusagen das Ganze mit bis zu zwei Düngevorgängen machen. Das ist einmal Streudünger vorweg, das ist ganz einfach. Das machen wir, weil wir jetzt ja hier nichts zum Untergrubbern haben, weil wir daraus das Strohablage ja gemacht haben. Das ist schon der ganze Trick. Mehr ist das eigentlich gar nicht. So, gut, okay, das haben wir. Der braucht nicht. Das sind die üblichen Verdächtigen, die haben wir auch noch nichts mit zu tun. Weil mit dem Schiff losfahren und das Schiff beladen, müssten wir eigentlich auch können nach 8 Uhr. Das ist also alles was wir dann vielleicht heute Nacht vielleicht schon die große Tour machen können. Auch die Tierversorgung, ne, weil hier auf unseren Hof rauf und runter können wir auch alles. Wir müssen also echt gucken, dass wir das erledigen, was halt abgeschlossen wird, um es mal einfach so auszudrücken, wie es ist. So, gut, Punkt 1. Wir sind hier beim Sägewerk, in dieser freundlichen kleinen Kiste. Die brauchen wir ganz selten mal, um den Spaß hier zu überladen. Wir haben jetzt hier kein Licht, aber ihr seht selber, es sind 6000 Liter und da drüben sind es auch nochmal. Die werde ich dann, wenn wir die Palettengeschichte und die Gasgeschichte erledigt haben, werde ich die noch mal schnell wegschaufeln und ihn noch versuchen, außerhalb des Geländes zu fahren. Weil mit ihm möchte ich dann gerne die Silage schaufeln drüben. Und das andere große Hackschnitzellager hinten von dem Hackschnitzler selber, das hat ja ein Rohr. Das habe ich als ich das letztes Mal gemacht habe, brauchten wir das gar nicht. Eben brauchen wir hier nur ab und zu mal einen, der es einfach mal ins Lager macht, wenn es droht, voll zu laufen. Aber wie gesagt, Hackschnitzel kriegen wir relativ schnell und viel dran. Deswegen brauchen wir auch jetzt nicht unbedingt leer schaufeln da. Ich würde sagen, wir fahren ihn jetzt einfach schon mal ganz kurz vom Gelände und stellen ihn ja kurz außerhalb der Beschränkungen hin. Das ist halt sozusagen alles Arbeit, die wir haben, wenn es 20 Uhr durch ist, ne? Man muss ja gucken, was man dann alles macht. Also, wir können dann Stroh machen und düngen und säen und gleichzeitig grubbern und dann nochmal düngen. Tierversorgung weiter gucken, was wir machen können und all solche Kleinigkeiten. Ne, man könnte noch mal eine Ladung Hackschnitzel dementsprechend machen und einen Wagen voll Hackschnitzel schon wieder fertig machen, wenigstens. Könnte den Holzwagen wieder voll machen. Das ist natürlich im Dunkeln nicht unbedingt so der Traum, aber das kann man natürlich auch machen, wenn es morgens um 6 hell ist, bis sie um 8 Uhr aufmachen. Ne? Das ist ja auch so eine Fenstergeschichte. So, gut, ja, hiermit fahren wir jetzt erstmal los. Ich habe die Spanngurte fest. Die arbeitet noch ein kleines bisschen. Dann mache ich die Hilfe mal aus. Ich mache hier auch schon mal ein bisschen Licht an. So. Und dann wollen wir mal gucken. Jetzt müssen wir im Prinzip erstmal zur Hauptstraße hier zurück. Weil wenn ich das richtig gesehen habe, ich weiß gar nicht, ob oder wie ich es richtig gesehen habe. Ich bleibe jetzt einfach erstmal hier stehen. Und dann gucken wir noch mal. So. Gucken. So. Kraftwerk. Genau, das war auf dem Weg zu den Tieren. Da war das. Kraftwerk 1. Kraftwerk. Ich glaube, wir machen mal den Marker nur aufs normale Kraftwerk. Das heißt, wo stehen wir jetzt?
Wir stehen jetzt falsch. Wir müssen durch die Stadt fahren. Okay. Wir müssen einmal mit dem Sattelzugpart hier einmal durch die Stadt. Ich hoffe, das geht jetzt hier gut. Ja. Was genaues fahren. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir dann Strom drauf geben. Also hier geht die Vermutung, die erste Lieferung jetzt, also die Lieferung Strom Richtung Borcher Welk, also Richtung unserer Blumengeschichte, die wäre noch ein bisschen verfrüht. Also das ist es noch nicht. Das, was wir jetzt gucken können oder machen können, ist natürlich jetzt erstmal den Tempomat anmachen, damit wir hier nicht geblitzt werden. Die Palettengeschichte, weil wir hatten ja Bretterpaletten bereits in ein Palettenwerk gegeben. Ach, ich glaube HPE 3, glaube ich, haben wir damit gefüllt. Und wir haben auf jeden Fall schon Bioabfall und haben auch noch mehr Bioabfall beim Klärwerk und könnten den Kompost schon produzieren. Das ist das, was wir auf jeden Fall schon machen können. So. Wie spät haben wir es jetzt? Ja, 21 Minuten haben wir noch. Also jetzt nicht in der Folge. Die Folge wird länger sein mit den 21 Minuten, die noch da sind, aber wir haben noch 21 Minuten, bevor die Pforten schließen. Wenn der ganze Hafenpart und das alles zumacht. Genau wie auch das Sägewerk. Und da wollen wir noch in letzter Sekunde Gas hinbringen. Ja, da müssen wir auch noch 2-3 Minuten hinfahren. Das müssen wir uns dann auch mal genauer angucken. So. Ja, Gewicht 0 Kilo. Das wird es wahrscheinlich nicht ganz sein. Da steht auch eine andere Zahl. So, jetzt sind wir auf dem Hafengelände schon mal. Da ganz hinten sehen wir es leuchten. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich durch die ganze Containergeschichte und sowas hier durch. Ich muss auch mal gucken, wie wir es am besten mit den Auf- und Abladen machen. Hier war ja die HPE-Geschichte. Hier haben wir aber... muss ich zwischenfahren? So. Hier haben wir ja die Paletten damals abgegeben. Falls sich jemand nochmal fragt, wo ich den letzten einzelnen Sack aufgesammelt hatte an Goldsäcken. Das war hier an der linken Seite, da in dem offenen Waggon. Den einzelnen verrate ich noch. Jetzt habt ihr, glaube ich, den Tipp gekriegt für 4 oder 5 einzelne von mir. Den Rest müsst ihr euch erkämpfen. Ich habe in 1-2 Videos in den Kommentaren 1-2 ganz grobe Hinweise gegeben. Und mit viel Fleiß kann man die auch finden, weil es ist nicht einfach, sie zu finden, muss ich zugestehen. So, okay, also hier muss jetzt irgendwo das Kraftwerkpart sein. Geradeaus wird sie zu den Tieren gehen. Hier ist der Kraftwerkpart. Wie gesagt, ich war hier noch gar nicht. Deswegen fahre ich jetzt hier hin. So, wow. Ich steige mal aus. Ich mache mich mal ein bisschen schneller. So. Ich gucke mal hier um die Ecke. Kraftwerk 1, Kraftwerk 2. Hier kann man Hackschnitzel anliefern. Wofür liefert man denn hier? Und Flüssiggas? Wofür liefert man denn hier Hackschnitzel und Flüssiggas an? Ich dachte, hier muss man überall Pellets anliefern. Wofür ist das denn hier? Das hier hat er mir als Kraftwerk 1 angezeigt. Das muss ich glatt mal kurz das Tablet aufmachen. Fabrikskript. Weiter. Kartonwerk? Nö. Klärwerk? Nö. Ja, hier Raffinerie mit Verkaufsträger. Ist auch mit drin in der Liste jetzt. Detailansicht. Ja, seht ihr selber Raps drin. So könnt ihr auch mal sehen, was wir haben. Eiweißfuttermittel ist das für die Kühe, ne? Also er hat das mit aufgenommen. Das ist also die von uns gesetzte. Die ist also hier einfach mit schön reingenommen worden. Was natürlich auch super ist, finde ich. So, die ganzen Knollengeschichten. Bin ich jetzt zu blind gewesen für das Kraftwerk? Palettenwerk, Kompel, Claire Pro, Backwelt, Pellet, Karton. Ich bin zu doof. Ich bin echt zu doof. Oder habe ich es jetzt komplett übersehen? Hackschnitzellager, Pelletwerk, nö. Sägewerke sind es nicht, das ist Lager. Häcksler, Hack,
sind die beiden Pelletwerke, Kartongeschichten. Die sind da unten am Hafen. Okay, gut zu merken. Leerpaletten sind wir gewesen. Eierpaletten brauchen wir nicht. Kompostier ist auch klar. Klärwerk auch. Frohmehl und Backwelt ist beides nebeneinander da. Okay. So, was haben wir denn sonst noch? Dünger, Knollen, Kisten. Warum habe ich denn kein Kraftwerk hier zwischen? Leere Fässerwerk. Jetzt ist die Zeit gleich um und ich gucke hier wie blöd und finde nichts. Ja, ist egal. Wir müssen das jetzt relativ schnell hier handhaben, weil wir haben nur noch 16 Minuten. Ihr könnt mir gerne mal sagen, wofür ich hier Flüssiggas und Hackschnitzel abgeben soll. Vielleicht kann ich auch damit Strom produzieren, hätte ja was. Dann könnten wir uns den ganzen Pelletkram sparen. Na gut, okay, dann gucken wir mal. Das hier nehme ich mal davon an, so die Pelletstation. Und dann können wir mal gucken, Kompostanlage. Das ist das ganz letzte. Eierhof, Seedmaker, Florapel, HPE 1, 2, 3. Dann müssen wir zur HPE 3, wenn ich das richtig gesehen habe. Rohmehl, Backwelt, HP 5, Worcher Welk, Karotten, Zwiebeln, Kartoffeln, Zuckerrüben. Okay. Worcher Food und HP 6. Ja, ist das so okay. Da kann man noch was mit anfangen. Oh Gott, hier auf der Seite auch noch welche. Ja, ja drauf geguckt. Aha, hier sind zukünftige. Okay. Aber wie gesagt, besser gut vorbereitet als blöd hinterher gucken nachher, ne? So, ich gucke jetzt einfach mal. Da ich überhaupt nicht rückwärts fahren kann, wisst ihr, ne? Ja, das sah jetzt halbwegs gut aus, deswegen erwähnt das bitte nirgends oder so. Das war ein Versehen. Seht ihr, ich korrigieren versaue ich es jetzt eh schon wieder. Also ist alles okay. Ist immer noch so genauso, ich kann immer noch so beschissen rückwärts fahren wie vorher. So. Jetzt kommt es ungefähr hin. Ich gucke nochmal, ob wir auch richtig stehen. Richtig steht, sagt euch gleich das Licht. Nee. Kompostanlage. Die sollen wenigstens ein bisschen was davon kriegen. Ich weiß jetzt nicht, wie oder wie gut es funktioniert. Und aber wie viel die da direkt so abnehmen oder nicht. Ich mache die Hilfe an. Ablade-Abladeseite hinten. Ich muss auf jeden Fall nach vorne fahren, damit ich den Rest auch wieder einsammeln könnte. So. Gurte lösen habe ich auch. Abladen. Gut, dann ist jetzt eine ganze Menge reingegangen. Arbeitsmodus anschalten. Nein, ich will ja nicht rein. Ich will ja nicht reinfahren. Ich will ja jetzt. Hallo? Ich möchte jetzt gerne in den Baum gucken. Ach, tue ich schon, das ist ja toll. Deswegen hier überall hängen bleiben. Ich glaube, ich würde als erstes überall mit schön mit dicken Sägen vorbeigehen, Planierraupen, würde alles schön betonieren, weil wer soll bei solchen Bedingungen denn arbeiten? Hat doch kein Mensch so ein Grünzeug auf dem Gelände. Ich könnte mir kein Klärwerk zeigen, was anfängt, Blümchen zu züchten. Ich glaube nicht. So. Gut, Moment. Arbeitsmodus anschalten. Eigentlich müsste er jetzt hier Paletten laden. Ja, macht er auch. Sehr gut. Gut, jetzt gucken wir nochmal fix. Ja, ich weiß, so viel Zeit haben wir nicht. Also Kompost hat jetzt hier Pellets drin. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Das müssen wir, wenn ich mich nicht täusche, HPE 3. Und das ist der vorletzte in dem Block. Gut. Oh. Spanngurte anbringen. Ne? Vorletzte in dem Block.
Ja, ne, klar. Droht auch hier wieder mal mit sinnlosen Umkippen. Boah. Diese Überkopplenkungskacke, das ist ja alles nichts für mich, ne? Dafür sind alte Männer nicht gemacht. Ich sehe es selber, ich kriege es nie im Leben hin, da vernünftig reinzufahren. Ich werde es jetzt auch so akzeptieren. Gleich, nein, kann ich nicht. Ich kann es nicht so akzeptieren, weil wir dann vielleicht auch sehen in der HP 4 das Ganze noch. Also ich muss doch schon. Dieses Umdenken beim Lenken, das wird mich irgendwann nochmal umbringen. Bin ich fest von überzeugt. Gleich ist mir das echt egal. In die blöden Hausecken hier, wer das hier so gebaut hat, das ist auch penetrant und sinnlos. Das steht schon mal fest. Kann sich auch sinnlos schwer machen, ne? So, Achso, ich habe noch den Ladevorgangspart an, das ist nicht gut. Nach hinten. So. Müsste und dürfte eigentlich auch nur da drin landen dann. Ich mache jetzt mal Z. Okay, und jetzt schiebe ich die letzten beiden da noch rein. So, gut, jetzt haben wir den hier leer auf jeden Fall. Ich steige noch einmal ganz kurz aus, gucke jetzt hier in der HPE 3. 15.000 und hoffe, dass das Quatsch aussteigen, sonst geht das komische Tablet nicht. Fabrikskript. Falsch. Die Teilansicht. Da sind schon die ersten produziert worden. Strom. Haben wir einen gewissen Rahmen da und Bretterpaletten haben einen gewissen Rahmen da. Also fangen die schon an zu produzieren. Das ist okay. Das hat auch schon mal was. Also hat das schon mal geklappt. Das heißt, was wir jetzt müssen, ist einfach nur sehen, dass wir vom Gelände hier runterkommen. Ich werde auch nur einfach runterfahren und dann ist gut. Weil ich möchte natürlich noch mit dem anderen LKW das Gas wegbringen. Und auch noch wieder rauf aufs Hafengelände. Beides noch. Also keine einfachen Aufgaben für in 9 Minuten sozusagen. Vor allem nicht, wenn man so ein Fahrlegastheniker ist wie ich hier. Schnell irgendwo lang, das kriege ich zum Teil mal hin. Lenkgeschichten und sowas sind einigermaßen okay. Ne, selbst Ausweichtechniken, wie ihr da gerade gesehen habt, funktionieren. Bloß rückwärts fahren ist katastrophal. So, das hier ist die Ausfahrtsgeschichte. Die wird mir jetzt wahrscheinlich wieder 0 Kilo sagen. So, die Hafeneinfahrt. Ist die jetzt hier vorne noch oder war die hier vorne schon? Ne, die ist hier, ne? Hier ist die Hafeneinfahrt. Sehr schön. Dann können wir ihn jetzt hier schön nur eben kurz stehen lassen und hinter ihm wird dann das Tor zugehen. Licht kann auch aus, kommt eh keiner mehr. So, ihn brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt ganz dringend und schnell. Ne, ne, den hier. So, an die Piste. Und noch einmal tanken drücken. Das sind die letzten Liter. Dann, fahren. Ne? Also heute ist ja schlimmer wie an den meisten anderen Tagen. Das eine war gerade glücksrückwärts fahren, bin ich fest von überzeugt. Und das ist jetzt ja super katastrophal. Muss ich da echt tatsächlich noch ein Wettrennen draus machen hier, ey. Fürchterlich. Ja, im Prinzip kann ich es mir aber einfach machen. Ich brauche gleich einfach nur
das Sägewerk 1 das Gas reinpacken, weil die 5000 haben sie über Nacht locker aufgebraucht. Und dann brauche ich auch nur das eine Sägewerk wieder auffüllen. Ne? Das heißt, ob jetzt die beiden eine halbe Stunde brauchen oder beide oder eine Stunde ist ziemlich schnuppe, wenn es eh über Nacht zu ist. Deswegen setze ich das lieber dahin, wo wir noch mehr Arbeitskräfte drin haben gerade. Das macht das einfacher. So, gewogen und für leicht gefunden oder so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es wage, nochmal mit ihm durch den Tunnel zu fahren, ob ich es tatsächlich hinkriege. Ich glaube, ich probiere es. Wir haben Licht an. Also, Jungs, es geht jetzt gleich nochmal in den Tunnel. Wer hätte das gedacht? Ich zitter hier schon wieder rum, wie blöd. Jetzt fange schon wieder an, auf Zäune zu zielen hier. So. Oh, 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 wow, oh, wow. Wow. Okay. Der Kamaz ist stabil, der hält. Der ist sogar ein Flipover. Der will sogar selber wieder zurück. So, hier ist der berühmte Tunnel. Da wissen wir, da passt unser Tankwagen, wie ihr seht, also millimetermäßig gut rein. Und ihr seht, ich bin sogar komplett wagemutig. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich anecke. Das waren wenigstens 90 Klamotten. Für die Kurve und den Berg an hier muss ich ein kleines bisschen wieder drosseln. Aber das ist eindeutig der schnellste Weg zum Sägewerk. Aber wir brauchen jetzt hier nur kurz raus aus der Geschichte. Rechts. Dem die Vorfahrt nehmen, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Und links und hier überhin. So, auf das Teil 1 erledigt. Wir sind auf das Gelände hier gekommen. So. Jetzt haben wir 5 Minuten Zeit zum Abladen. Sehr gut. Und wieder zurückzufahren und auf das Gelände vom Hafen wiederzukommen. Das ist doch mal nicht unspannend, oder? So, ich muss glaube ich hier lang. So, ich kann jetzt hier alles in die 1 donnern. Das ist ziemlich egal, hatte ich ja gesagt. Oh, sind wir 2 angefangen? Es ist egal, ob es jetzt 1 oder 2 machen. Hauptsache, die Jungs laufen wieder. Ich hätte hier jetzt auch noch was in die Hackschnitzel tun können, aber wie gesagt, so viel hatten wir leider nicht. Das nächste Mal muss eindeutig hier auch mal der Hackschnitzel, dass er noch leer werden kann. Hackschnitzel werden wir dann mit dem anderen Gerät machen, sprich mit dem Brux, den wir da vorklemmen. So, hier rum, da rum. Dann sind wir schon wieder auf der richtigen Spur. So, jetzt haben wir noch gute 4 Minuten Zeit. Da können wir noch ein Käffchen trinken gehen. Ne, können wir nicht. Nicht so, wie ich hier um die Kurven fahre. Obwohl, das sah fast gut aus. Aber nur fast. Leer, das ist doch schon mal gut. Wieder mal das Andreaskreuz heile gelassen. Das ist auch nicht schlecht. Da kam gerade Verkehr. Ihn haben wir schon rausgesichert. Das ist auch super. Oh, okay. Ich bin jetzt aus Reflex hier rumgefahren. Das macht das Ganze nochmal einen Tick spannender. Aber jetzt umdrehen und rumkurbeln würde wahrscheinlich länger dauern, wie auch tatsächlich hier langfahren. Ich werde gleich dann halt links reinfahren. Also nicht bei der letzten Linksmöglichkeit, sondern bei der ersten Linksmöglichkeit. Sinnvoll zum Ziel führen kann. So, wir haben noch 3 Minuten, um aufs Hafengelände zu kommen, also unter 2 Minuten eigentlich. Hier kommen doch schon Autos entgegen. So, und ich glaube hier, ich habe gar keine Karte an, hier müssen wir rein. Ja, hier ist die richtige Stelle, sehr gut. Nein, ich weiß nicht, warum ich hier mal überdrehe und auf der anderen Seite gegenecke. Ich denke mal zuerst, ich fahre rechts ran aus Versehen. Das ist leider das viel zu abschüssige Gelände. Wäre auch noch mal eine Geschichte, falls einer von den FSM-Jungs gucken sollte. Wäre schön, wenn das kleine Gelände da, da ja eh am Grund und Boden arbeitet, sozusagen, und man eh einen neuen Spielstand braucht, würde ich gerne für das bei der 35 liegende Flächengelände zum selber hinstellen von platzierbaren Mods, würde ich gerne beantragen, dass der Boden auf dem hinteren Stück etwas angehoben wird, weil da kann man gar nichts hinstellen. Also nichts Vernünftiges. So, 58 und... Richtig, wir sind da.
Wir haben nämlich noch eine Sache, die wir machen können, hatte ich gar nicht gesagt. Wir können auch Silage schaufeln bis zum Erbrechen, weil über die Nacht werden garantiert auch der Part fertig sein. Deswegen fahre ich mit ihm jetzt hier auch Richtung BGA-Gelände, weil dann werden wir da auch garantiert neue Reste hier einsammeln können, mit denen wir dann loslegen können. So, haben wir noch irgendwas draußen? Haben wir noch irgendwas irgendwo reinbringen wollen müssen? Ich glaube nicht. Den Palettenwagen jetzt wieder zu German Pallets zurückbringen, das kriegen wir wohl nicht hin und auch nicht zum Sägewerk. Das ist auch nicht ganz so akut. Die können eh erstmal eine Runde produzieren. Das ist nicht so wild. Ne? Gleich ist es 20 Uhr und dann schließen alle Pforten. So. Ja, hier sieht man unsere Silage. Hier sehen wir den guten neuen Hanomag stehen mit seiner kleinen Schaufel. Traumgerät. So, er kann hier hinten hin. Da, um exakt zu sein. Sorry übrigens, dass ich vergessen habe, die Hilfe währenddessen auszuschalten. So, es ist Punkt 20 Uhr und wir haben auch das Licht aus. Wie gut ist das denn? Gut, er könnte, da die Fabrikation hier jetzt, glaube ich, ja. Läuft die jetzt? Ja, ihr seht, da läuft der Spaß. Das heißt, hier können wir daneben hüpfen. Hier können wir erstmal gucken, dass wir hier ein paar Schaufeln reinpacken. Als erstes, damit die Produktion auch am Laufen bleibt. Ne? Das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. Dafür brauchen wir hier diesen Bioabfall, der hier kommt. Da brauchen wir zum Glück nur. Falsch rum, hier nur ranfahren. Dann macht er die Schaufel automatisch voll. Dann können wir hier hochfahren und es abschütteln. So. Rein da. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie lang oder wie viel Strom jetzt hier vorhält und wie viel jetzt hier rausproduziert kriegen. Aber wir werden auf jeden Fall mal zwei, drei Schaufeln eben kurz da reinhauen. So, da sind wir ja schon wieder. Dass wir da eine gute Ladung Kompost abmachen. So. So, im Wesentlichen haben wir noch zwei, drei Schaufeln. So lange ist es ja nicht. Dann sollten wir uns mal um das Feld kümmern natürlich. Wie gesagt, die Tierversorgung mit den Kühen noch weiter treiben. Das ist noch einiges zu machen. Ich muss zugestehen, ich bin eigentlich nicht derjenige, der so gerne im Dunkeln arbeitet. Momentan geht es ja noch und ich schätze auch, dass sehr viel von dieser Schaufelarbeit hier, wir machen die Schaufel hier dann noch rein und dann ist erstmal gut. Sehr viel von der Schaufelarbeit dann auch in die frühen, aber schon hellen Morgenstunden fallen wird. Ich möchte halt nur hier nicht die Produktion leer laufen sehen, weil ich echt nicht weiß, wie viel er braucht davon. Ne? Ich weiß nicht mal, wie viel wir es überhaupt hier drin haben momentan. Auf jeden Fall machen wir auf jeden Fall schon gut weniger daraus. Wir können ja auch zwischendurch mal rüber switchen und nachgucken. Das ist ja auch nicht das Problem. So. Das war die Schaufel. Gut, ich bleibe jetzt mal kurz mit ihm hier stehen. Mach mal das hier alles aus. Guck mal, wie viel wir jetzt hier noch drin haben. 20.000. Also 5 Schaufeln ungefähr haben wir noch drin. Was sagt die Produktion jetzt hier? Das ist der Kasten hier. Der sagt 18.000 Bioabfall drin. Ein Kraftwerkstrom drin und frischer Kompost 2.500. Ist okay.
da kann man doch mit leben. So. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir ihn erstmal kurz hier stehen. Das wäre es für die Tierversorgung. Er kriegt hier noch nichts, weil nichts gemacht worden ist. Arbeiter brauchen wir uns auch noch nicht drum kümmern. Ja, er kann nachher die Silage bei den Tieren schaufeln. Mit ihm können wir noch irgendwo hinfahren. Das ist noch nicht ganz fertig. Wir sollten jetzt genau zu ihm hier kommen. Da haben wir das Ganze auch schon. Und er ist auch schon an. Er hat auch schon sein Licht. Und wir sehen da unten auch schon unsere Stoppeln glänzen und glühen. So, mal ganz kurz gucken. Also, Pickup senken, Ladewagen anschalten. Dann müsste die Hilfe eigentlich wieder auskommen. Wir sollen mal gucken, wie viel die Bahn hier so bringen. Okay, da kommt sie. Ich dachte schon erst, es geht nicht. Aber es funktioniert. So, jetzt müssen wir den Kram natürlich erst mal gut in Gang bringen hier. Klar, wir brauchen Strom. Aber wir müssen auch sehen, dass wir dass wir natürlich das angepflanzt kriegen, möglichst schnell. Ne? Klar, dass das jetzt natürlich dann auch erst nächstes Mal erst nach 8 erntereif ist. So muss man es jetzt sehen. Ja, ich lasse es jetzt hier an. Ich lasse jetzt mal eine Spur aus. Ne? Also ich werde nicht jede Spur fahren. Das ist vom Winkel her nicht so gut zu machen. Es kann sein, dass kleine Reste hier liegen bleiben. Das ist auch nicht so wild. Ihr seht ja selber, wir sind jetzt auf der wir haben ja einige Spuren. Wir fahren jetzt gerade zwar eine von den längeren, aber ihr seht selber, es sind schon ein paar. Und wir haben jetzt hier in der Spur schon fast 10.000 gemacht mit zwei Bahnen. Also das ist schon, ne? Das ist schon okay. Hier wird also gut was rumkommen. Natürlich brauchen wir auch gut was. So. Ne? Ich werde jetzt hier das Ganze drehen. Und wir werden natürlich auch ein paar Mal fahren müssen mit dem Zeug. Das ist außer Frage. Aber wie gesagt, wir kriegen 35.000 Liter rein. Das sollte also auf jeden Fall irgendwie klappen. Wenn wir beim Drehen und Wenden da hinten die Spur dann tatsächlich schon komplett weggemacht haben sollten, bin ich da auch nicht böse drum. Aber wie gesagt, die ist extra einmal außen gefahren, dass man die auch einmal am Schluss fahren könnte. Zum Mitnehmen sozusagen. Ja, seht ihr, das ist, wenn man ein bisschen zu eng hinfährt, dann hat man halt so einen Kleckerspaß über. Ob ich das nachher am Schluss noch aufnehme oder nicht, das müssen wir mal gucken. Hier zum Beispiel sieht man auch, dass der Drescher ein bisschen schräg gezogen ist. Ne? Deswegen steht da auch noch ein ganz kleines Häufchen. Sprich, ne? Deswegen ist hier noch ein, zwei kleine Helmchen übergeblieben. So. Gut. Ja, vier Bahnen und wir haben schon 20.000 fast drin. Das ist doch okay. Das sind ein bisschen breitere, ergiebigeren Bahnen, warum auch immer, meine ich wenigstens. Das sieht nur so aus, dann täusche ich mich, aber ja, ich glaube, das wird, kommt ziemlich aufs Gleiche raus. Oder ist das sogar eher weniger? Na, schauen wir mal. Es gibt meistens noch so einen kleinen Schub am Ende durch das Häufchen da. Da müssen wir dann einfach mal schauen. So. Ja, jetzt fahre ich mal hier rum. Und hier ein Stückchen von auf und fahre hier schön drauf zu. Hoppelt. Eine Kleckerspur. Komisch. So. So, kann man natürlich wieder gerade ziehen. Ja, dann hat wieder mal riesen geklappt. Gucken, ob wir schon mit der Bahn hier fertig sind. Schon voll sind oder ob wir noch was brauchen. Ihr seht also von der Menge her sind hier, ja, ich tippe mal so Richtung 80 bis 100.000 sollten wir auf jeden Fall drin sein. Gucken, was die Häufchen am Schluss jetzt noch bringen. Ja, die Häufchen am Schluss machen uns voll.
So, jetzt gucken wir mal, sicher selber, Pickup ist, nee, der war automatisch hochgegangen, Ladewagen ist automatisch ausgegangen, das ist schon mal gut. So, gut, was wir jetzt natürlich probieren können, wir fahren jetzt einmal mit ihm hier los, und 50 ist ja auch nicht ganz langsam. Das sollte also klappen, wenn er hier gleich vom Feld runter ist und wir auf der Straße sind. Werden wir mal gucken, ob wir mit ihm hier direkt zu den Tieren fahren können. Ob wir direkt Stroh reingeben können bei den Kühen. Wenn wir das können, dann werden wir das tun und dann werden wir den Rest in das Universallager machen. Dass wir jederzeit dann das nachholen können. So. Produktivität der Tiere dürfte nicht so sonderlich hoch sein, vor allem nicht bei den Kühen. Die Schafe haben wir letztes Mal noch komplett fertig gemacht. Das hat sich also noch erledigt sozusagen. Das haben wir noch hingekriegt. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ja, mit 50 ist er unterwegs, 35.000 Liter an Bord. Das ist doch okay. Können wir mit leben. Jetzt müssen wir sehen, dass wir so ein bisschen die Nachtarbeit hier machen. Oh, das können wir uns gerade entgegen, dann können wir auch mit unserer Fernlichtstufe, die wir haben hier. Wir haben auch, glaube ich, nur eine Lichtstufe bei denen hier, aber das ist, muss ich zugestehen, eigentlich ein relativ schön wirkendes Licht. Hm? Kommt einem vor wie so ein echtes Licht von der Streuung. Dass die Autos, die dann entgegenkommen, an der gleichen Höhe wie uns hier fast nichts mehr sehen, das ist ja ein ganz anderes. Das ist ja der Wesens hier. So. Hier den Hügel hoch, wir sind schon auf einem guten Weg, würde ich sagen. Ich wollte in dieser Folge auf jeden Fall noch sehen, ob wir das hinkriegen. Und wenn wir das da gleich reinkriegen, dann ist es okay. Wenn nicht, dann werde ich, sobald das Stroh dann im Lager ist und wir es hier mit ihm hier nicht reinfühlen könnten, werde ich sofort mit dem kleinen Fan Gras und Stroh schon mal anliefern. Und dann können wir damit arbeiten. Wir müssen dann noch den kleinen rüberfahren, den kleinen Volvo zum Silage schaufeln. Wir hatten ja bei den Kühen 80.000 Silage extra angelegt. Das sollte eigentlich einigermaßen klappen, hoffe ich. So, wir sind ja auch schon gleich da, das ist schon mal schön. Können wir schon eine Runde abbiegen. So. So. Wow, wow, okay. Wow, also halbdunkel fahren, jetzt wisst ihr, warum ich nicht gerne in der Nacht arbeite. Blind anscheinend. So, jetzt müssen wir hier rechts rein. Da komme ich jetzt zum Bekanntverkehr entgegen. Das ist doch schon mal was. Geradeaus geht's zu den Hühnern. Hier müssen wir rum. Da vorne ist unsere Silage. Ne, seht ihr? Schön abgedeckt. Die müsste fertig sein. So, mal gucken, wie wir über die Brücke kommen. Draußen Futter und Wasser ist draußen. Und ich meine, es könnte sein, dass wir hier rein müssen. Ich glaube, das ist es. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das klappt. Ich glaube, das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Nur die Frage, ob es hier einen Ausklipptrigger gibt. Deswegen habe ich jetzt die Hilfevariante hier noch an. Okay. Hier auf Anhieb nicht. Oh Gott. Wow, ich kann hier sogar richtig eine Runde drehen. Wie genial ist das? Macht davon hier nur die Innenfuttergeschichte. Also auf der Seite sieht es nicht aus, als wenn wir irgendwelche Trigger für den ganzen Spaß hätten. Ich habe jetzt hier auch kein I, dass ich sagen kann, ich könnte mutwillig abkippen. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist. Ich hege eher die Vermutung, dass nicht. Das ist hier auf jeden Fall Stroh, aber wenn wir jetzt hier auf die Tiere schalten, glaube ich nicht, dass das zählt, oder? Nee. Also okay, hier ist schon mal der Strohtrigger nicht. Frage ist, wo ist der Strohtrigger? Ist der auch draußen irgendwo? Das ist der Tiertrigger.
ist Milch. Ich kann mal gucken, ob hier durchfahren. Hier müsste eigentlich nur die Futtergeschichte sein. Wir können aber ein bisschen gucken. Ich bin ja eher Edermann. Oh, hier ist Auskippen. Mhm. Ja, und so hat das auch gemacht. Ja, okay, dann sehen wir das doch mal schön als Deko an. Das sieht ja so schlecht auch gar nicht aus, wenn da ein bisschen Heu findet, wo sie so wühlen können. So, jetzt gucken wir nochmal. Ja, wunderbar. Stroh hat er genommen. Als nächstes können wir auf jeden Fall jetzt, also wir könnten die Tiere eigentlich relativ fit machen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo wir hier rauskommen. Kommen wir auf dem Feld raus? Ne, noch auf dem Platz. Das ist gut. Tiere sind momentan eh keine drin. Da würden wir direkt aufs Feld fahren können. Ist gut. Da ist der Schweinestall, alles super. Gut, okay. Ich fahre jetzt einmal hier vom Gelände wieder runter. So. Sieht aus wie die stabilste Brücke. Da guckt man jetzt ein bisschen skeptisch. So, hier fahren wir jetzt erstmal durch. Ja, ich werde jetzt wieder ein bisschen mogeln. Du stehst zu. Aber ich kann es dafür, hier kann man schön durch das Gebüsch fahren. So. Das habe ich jetzt auch getan. Normalerweise würde ich da jetzt eine schöne kleine Einlegung basteln aufs Feld. Wenn ich es könnte, wüsste, wie das geht. So, der lädt das hier aus, das ist alles schön und gut. Kommen wir zu dem freundlichen Kerl hier. So, der, so sieht er sich das Hofsilo hier aus. Ne? Ihr seht selber, das ist die Literzahl. Und hier kann ich jetzt alles so durchblättern. Da, seht ihr so. Ist also, ne? So ziemlich alles geht hier rein. Da sind wir bei Gras. Ich werde jetzt hier mal eine Runde Gras füllen lassen. So. Ich muss ihn erstmal anmachen, dann fährt er noch viel besser, habe ich gehört. Ja, ich werde jetzt auch mit ihm hier vorne einmal durchfahren, weil es jetzt mal schnell gehen soll. So. So, jetzt haben wir rundum alles Licht an. So, dann würde ich sagen, hiermit können wir wahrscheinlich auch direkt in die Stallung fahren. Erstmal über die Brücke rüber hin, schön. So. Gut. Gucken wir mal, ob wir hier auch einen Trigger für kriegen. Deswegen ist die Hilfe jetzt übrigens noch an. Auskippen. Ah, Trüge füllen sich. Füllen sich gut sogar, okay. Dann ruhig alles rein, also habt ihr es bleibt minimaler Rest über. Okay. Aber Fassungsvermögen für Stroh und für Gras und für Wasser haben wir schon erfüllt. Ich kann mit ihm aber noch mehr erfüllen. Das ist das Interessante an der Geschichte jetzt. So, wir fahren jetzt nämlich einmal. Aber das kann ich jetzt noch nicht machen. Das hört sich jetzt doof an, aber. Eine ganz einfache Erklärung. Wenn man die Kühe füttert und man würde jetzt das Mischfutter, also das Kraftfutter da reinpacken, dann hat man das Problem, dass er solange noch Silage und sowas nicht voll ist, dass er das aufteilt und nicht alles bei Kraftfutter reinmacht, sondern auch die anderen Sachen damit auffüllt. Was natürlich dann sehr ungeschickt ist. Also ich persönlich finde es sehr ungeschickt, dass das so gehandhabt wird. Aber es ist halt leider so. Da kann man halt nichts für. So, ich muss mal kurz hier mit ihm hier zur Seite fahren. So. So, gut, dann müssen wir nämlich jetzt mit ihm hier. Ne, deswegen mache ich jetzt auch noch nichts Kraftfuttermäßiges. Obwohl wir welches haben. Also, wir haben ja Mischfutter, nämlich in der Biodieselanlage. Da sind ja 6.000 oder 7.000 Liter drin. Wir fahren jetzt mit ihm hier wieder zurück. So. Schaffen wir es vor über die Kreuzung? Ich tippe auf ja. So. Dann fahren wir hier nochmal gemütlich in den Rund. Das fragt ihr euch, wo ich hin will. Ne, wahrscheinlich fragt ihr euch nicht, wo ich hin will. So, ich will hier auf die Wiese fahren. Richtig.
Das will ich. Ich will mich hier hinstellen. So, weil da soll der Herr Volvo, den wir noch hierher bringen müssen, dann anfangen, Silage reinzuschaufeln, dass ich die voll machen kann. Ne? Hier ist noch nichts passiert. Wir haben ja einen Volvo nach draußen gesichert. Das ist das gute Stück. Der Palettenwagen. Der steht hier auch noch. Den fahren wir auch schon mal wieder zurück. Oh, ich habe ihn oben ausgeschaltet. Sorry. Bei hier dem können wir natürlich jetzt noch mehr Stroh reinholen. Und das müssen wir auch, weil wir müssen unbedingt das Feld bearbeiten. Das ist unbedingt fertig. Und wenn wir das Feld fertig haben oder da die Helfer fahren, arbeiten oder was auch immer, dann können wir noch eine ganz andere Geschichte dann für morgen mal angucken. Dann können wir für morgen mal gucken, wie sieht es denn überhaupt mit unserem Schiff aus. Ich würde die Schifffahrt am liebsten aber wahrscheinlich eher dann morgens machen, aber das müssen wir mal gucken. Ich weiß auch nicht, wie viel Arbeit wir wie jetzt noch haben und wie lange wir dafür noch brauchen. Würde ich vielleicht schon mit einem kleinen Teil außerhalb der Kameras anfangen, wie zum Beispiel Silage, Schaufeln in der BGA oder sowas. Das müssen wir mal gucken. Oder ob ich noch schon eine Ladung Stroh zwischenbringe. Das müssen wir auch mal gucken. Aber im Groben und Ganzen sind wir ja schon mal so halbwegs am Start. Das ist ja schon mal was. Ne, wir müssen ja demnächst dann auch mal mit so einem Palettentransporter irgendwann mal zum Schaf. Ne, aber das wird für erst ein Momentchen dauern, tippe ich mal, weil wir einen Moment brauchen, bis die halbwegs Wolle produziert haben. Aber wie gesagt, wir müssen damit ja den Wolldünger produzieren. Das ist ja auch beim Hafengelände vom Klärwerk rechts. Ein paar Sachen kann ich jetzt sogar merken. Und wenn wir jetzt einigermaßen Wolle dafür zusammen haben, dann müssen wir da auch mal Strom hinpacken. Aber ich hoffe, dass die Werke auch noch laufen. Okay, jetzt vor uns. Der fährt uns da raus, das stört er nicht. Sehr gut. Ja, das ist jetzt so der Part hier, ne? Nacht- und Nebelaktion. Aber so ist es ja halt, dass wir halt nicht vorspulen brauchen. Wir haben jetzt hier schon gute 21 Minuten nach 8. Und wir sind immer noch mehr als gut beschäftigt und wir werden auch noch mehr als gut beschäftigt sein. Man muss sich halt das nur ein bisschen einteilen, dass man halt den ganzen Sprung halt, von dem man weiß, ich habe da keine Barrieren ab 20 Uhr. Ich kann damit arbeiten und das muss man halt dann auch dahin schieben. Ne? Im Prinzip könnte man die ganze Feldarbeit nachts machen. Aber wir lassen es ja zwischendurch den Helfern machen. Deswegen ist es ja kein Problem. So, kratzelt hoch, schafft den Weg nach. So, gut. Werde jetzt einmal beides senken und anmachen. Das müsste eigentlich jetzt passiert sein. Er fährt auch schon langsamer. Wenn jetzt mal gucken, nimmt er was auf? Ja, wunderbar. Ja, und schon sind wir wieder hier im großen Strohgeschäft. Ja, die Tiere haben Stroh, ein bisschen Stroh ist auf Lager, das ist alles ganz okay. Unser guter Grasmensch kann nachher auch eine Runde Gras machen. Genau auf der Wiese, wo er jetzt auch steht. Da steht ja noch vor der Biodieselanlage. Da können wir ihn dann auch ganz locker stehen lassen, weil bis morgens hin ist da wieder Gras. Gucken wir, wie gut ich hier die Kurven hinkriege. Dass ich nicht zu viel Verlust habe. Ne? Manchmal ist es auch eine Platzfrage, wie man es hinkriegt. Ne? So. Oh, wir haben ja schon eine Häufchen gemacht hier. Ah, hier ist auch so ein Felsen. Ich werde das jetzt mal ein bisschen anders angehen hier. Ich werde jetzt einmal so die Kurve drehen hier. Ich werde jetzt nicht die hier aufnehmen. Dann die ganz außen wahrscheinlich.
Und dann die andere wieder zurück in diese Richtung und dann einmal hinten die Querbahn komplett fahren, weil wir dann eh ganz außen sind. Oder ziemlich außen sind. So. Ja, 13.000 Liter sind schon wieder drin. Ja, wie gesagt, jetzt würde ich eh das Ganze voll machen und dann einfach wieder hinfahren. Und dann werde ich wahrscheinlich das Ganze auch nochmal machen müssen. Und dann wird hier der Helfer angeschmissen mit, wahrscheinlich werde ich den Streudünger noch einmal selber fahren, aber dann wird hier der Helfer zum Düngen und Grubbern, zum Grubbern und Sehen angemacht. Und dann schauen wir mal. So, ja, aber ich würde sagen, das ist es dann leider schon wieder. So schnell geht's. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen auch wieder mit dabei seid. Mal gucken, ob wir morgen schon was Richtung Schiff machen, je nachdem, wie wir mit der Nacht zurechtkommen, was wir schaufeln, was wir tun, was wir lassen oder so ähnlich. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch hier ein bisschen das Heu weitermachen, das Stroh weitermachen. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, auch über einen Daumen nach oben und natürlich auch über ein Abo oder ein Share. Und bedanke mich auch recht herzlich bei all denen, die mich immer schon so fleißig unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür und ja, bis morgen. Tschüss.